Das ist Subali, ein seltener asiatischer Löwe. Er ist 14 Jahre alt und lebt seit Geburt in verschiedenen europäischen Zoos. Seit 2 Jahren in Nürnberg, zusammen mit Löwin Arani. Um ihre Art zu erhalten, sollen sie sich fortpflanzen. Genau wie über 100 asiatische Löwen in anderen europäischen Zoos. In Freiheit leben nur noch gut 300 Exemplare in einem kleinen Naturschutzgebiet in Nordindien. Und beide Populationen müssen vital bleiben. Das heißt, sie müssen beide Nachkommen hervorbringen, um immer wieder junges Genmaterial zu erhalten, damit wir über 100 Jahre eine gesunde Population aufrechterhalten können. Nur wenn sich Subali und Arani fortpflanzen, können sie etwas zum Erhalt ihrer Art beitragen. Welches Recht haben wir überhaupt, Tiere einzusperren und zu töten? Für die meisten von uns ist das bei Hühnern, Schweinen, Rindern, Schafen oder Truthennen, die dann als Keule oder Schnitzel auf dem Teller landen, völlig okay. Aber bei einem Löwen, hier geht die Diskussion auch um einen Aspekt, den wir uns mal genauer anschauen. Denn ein Argument des Zoodirektors ist ja, dass der möglicherweise zeugungsunfähige Löwe nicht zum Erhalt seiner Art beitragen kann. Er soll Platz machen für einen anderen Löwen. Ein Opfer sozusagen fürs Große und Ganze, den Artenschutz. Aber kann Artenschutz im Zoo überhaupt funktionieren? Ja, sagt Markus Unsöld. Der Biologe erforscht an der Zoologischen Staatssammlung München, welche Vogelarten bedroht sind und wie sie sich schützen lassen. Sein wichtigstes Projekt, den fast ausgestorbenen Waldrapp wieder ansiedeln. Nein, sagt Yvonne Würz. Die Biologin leitet das Referat Zoo und Zirkus bei der Tierrechtsorganisation PETA. Sie sagt, beim europäischen Artenschutzprogramm geht es gar nicht ums Überleben wilder Arten. Vielen Menschen ist ja gar nicht bewusst, dass diese Zuchtprogramme in den Zoos eigentlich darauf abzielen, die Population in Gefangenschaft zu erhalten. Es nützt auch nichts, wenn letztendlich der Lebensraum der Tiere dann komplett verloren gegangen ist. Wo sollen diese Tiere dann jemals ausgewildert werden? Einzelne Erfolge gibt es. Das Przewalski-Urwildpferd war in der Wildnis verschwunden, wurde von deutschen Zoos gezüchtet und in die Mongolei zurückgebracht. Mittlerweile bevölkert es dort ein riesiges Naturschutzgebiet. Arterhaltung in Zoos hat schon öfters funktioniert. In letzter Zeit zum Beispiel auch beim Spix-Ara, unser Wappentier praktisch vom Haus, den unser erster Kurator Spix entdeckt hat. Und der wird jetzt im Augenblick wieder nach Brasilien gebracht, nachdem er seit 30 Jahren dort ausgestorben war. In Mitteleuropa war der Waldrapp ausgerottet. Er überlebte nur in Marokko und wurde in Zoos nachgezüchtet. Für die Wiederansiedlung nördlich der Alpen mussten die Zugvögel ihre Zugroute erst neu lernen. Von menschlichen Lotsen. Ausnahmen, sagen Tierschützer, weil viele Zoopopulationen gar nicht gesund sind. Bei asiatischen Löwen ist das Problem, dass diese komplette Zuchtlinie auf nur sehr, sehr wenigen Individuen basiert, mit denen man diese Zucht in Gefangenschaft begonnen hat. Und mit der Zeit ist die genetische Variabilität so stark gesunken, also die Tiere sind ingezüchtet. Scheitert die Idee, für aussterbende Arten eine Art Reserve im Zoo zu züchten, am Ende also an der Biologie? Natürlich probiert man möglichst große genetische Vielfalt in die Populationen zu bringen, aber es reichen teilweise schon 2 Tiere. Der Davidshirsch, der in Freiheit ausgestorben war, den hat man durch 3 Tiere wieder vermehren können. Bei den Wisente waren es 13 Tiere, die an der Fortpflanzung beteiligt waren. Also es reicht schon wenig, aber wie gesagt, je mehr, desto besser. Artenschutz im Zoo bleibt umstritten. Der beste Artenschutz wäre natürlich, den eigentlichen Lebensraum zu erhalten. Darin sind sich beide einig.